Herzlich willkommen, hier ist Andrea von Kreativ Chalet und ich freue mich gerade riesig, weil ich einen Meilenstein erreicht habe. 10.000 Abonnenten hier auf meinem YouTube-Kanal. Herzlichen Dank. Ich danke dir und allen, die meinen Kanal abonniert haben und für euch habe ich ein Geschenk. Ich habe mich hingesetzt und zum allerersten Mal eine Pop-up-Karte selbst entworfen, habe mir mal angeschaut, wie der Mechanismus sein muss und das ist dabei herausgekommen. Sei also etwas nachsichtig, wenn die Datei noch Verbesserungspotenzial hat. Sie ist dreiteilig und liegt als SVG vor, das heißt, du kannst sie mit einem beliebigen Plotter-Programm auch bearbeiten. Ich bin jetzt hier im Brother-Programm. Hier hast du auf der linken Seite einen SVG-Knopf und kannst die zuvor heruntergeladene SVG-Datei öffnen. Dann erscheint sie auf dem virtuellen Display und du siehst, ich habe immer einen Begrenzungsrahmen außenrum gesetzt. Der ist 270 x 270 mm und das ist super, wenn du das immer prüfst, weil die Datei besteht ja aus drei Dateien. Und da sollte wirklich die Größe passen, sonst kann man dann zum Schluss diese Karte nicht öffnen und schließen. Du kannst diesen Begrenzungsrahmen natürlich löschen oder ich habe ihn hier jetzt in den Ebenen ausgeblendet und werde jetzt meine Formen auf der Schneidematte so platzieren, dass ich alle drei Farben auf eine Matte schneiden kann. Das finde ich ganz praktisch, gerade bei den Brother-Geräten, wo man ja auch einen Hintergrundscan machen kann, kann man wirklich gut Papier von gleicher Stärke in einem Durchgang schneiden. Nun sende ich die Datei an meinen Plotter über Exportieren. Da bekomme ich jetzt eine Warnmeldung, weil ich den Begrenzungsrahmen nicht gelöscht habe, sondern weil ich ihn ausgeblendet habe. Ausgeblendete Ebenen werden nicht an den Plotter übertragen. Das ist auch absolut okay. Sobald das beim Plotter ist, kann ich das auf dem Plotter abholen. Ich habe hier meine Matte vorbereitet, habe nochmals alles geprüft und das Messer gewechselt. Ich hatte das Vinylmesser drin, das ich für alle Folien verwende. Für Papier nehme ich immer ein eigenes Messer. Und jetzt justiere ich noch meine Formen so, dass sie wirklich auf dem Hintergrundscan auf diese Papiere zu liegen kommen. Also ich scanne wirklich immer den Hintergrund ein, damit ich da ganz genaue Schnitte habe und ich nicht zum Schluss irgendeine Form noch nachschneiden muss. Wenn du mit Cricut arbeitest, könnte es etwas anders aussehen. Ich habe hier die Dateien schon hochgeladen und wenn ich sie mir ansehe, habe ich da nur ein rotes Viereck. Das kann man natürlich jetzt prüfen, ob da alles mit 27 x 27 cm von der Größe her passt. Dann kann man es ausblenden und beim Umschlag kann man jetzt hier die mittlere Linie, das ist ganz wichtig, auf Falzen umstellen, sonst wird uns dann der Umschlag in 4-5 Teile geschnitten. Die nächsten Teile, da haben wir die Schneeflocken und die Karte, aber auch die sieht man zu Beginn nicht. Da kann man nochmals prüfen, ob das stimmt mit der Größe und dann den Rahmen ausblenden. Und hier möchte ich jetzt noch diese perforierten Linien, bei Brother habe ich es perforiert und hier werde ich diese Linien auf Falzen umstellen, weil ich hier ein entsprechendes Falzwerkzeug verwenden würde. Das mache ich auch bei der Karte so, wähle wieder diese mittlere Linie und gehe auf Falzen. Wenn man das nicht macht, dann wird die Karte in der Mitte auseinandergeschnitten. Nun haben wir hier eine Datei mit allem drauf, da kann man auf Zerlegen gehen und dann hat man auch die Möglichkeit, das etwas voneinander wegzuschieben und einzeln zu bearbeiten. Nun fehlt noch das Ganze zum Pinguin, auch das werde ich jetzt über Hochladen noch auf die Matte holen und lustigerweise, weiß nicht, was ich da falsch abgespeichert habe, hat es mir hier auf 4x4 cm das Ganze angezeigt. Jetzt schließe ich hier das Schlösschen und gebe einfach bei der Größe hier, sobald ich das Schlösschen geschlossen habe, 27 ein und schon passt es auch hier von der Größe. Ich kann auch wieder dieses rote Quadrat weglöschen oder ausblenden und habe jetzt hier auch die gesperrte Datei, die kann man auch zerlegen und dann ist man da wieder frei in der Gestaltung.
Nun habe ich alle Teile und kann mit dem Basteln beginnen. Ich nehme die schwarzen Teile, achte gut darauf, wie ich sie halte. Denn wenn du sie so hältst, dann geht es wirklich am einfachsten. Und dann habe ich hier dieses weiße Seitenteil. Da werde ich jetzt einfach diese verschiedenen Schlitze zusammenfügen, so dass jetzt eigentlich auf der Seite die Rundung schon mal gesetzt ist. Das erste Teil ist zusammengebaut. Ich zeige dir nochmals ganz genau, wie es aussieht. Und jetzt nehme ich das zweite. Das ist auch das Teil mit der Lasche unten oder mit dem herausragenden Stift. Und das kommt jetzt hier, muss ich nochmals zusammenbauen, ist etwas knifflig zu Beginn, immer in die zweiten Schlitze von außen. Also auch hier hinten wird es der zweite Schlitz sein. Es gibt jeweils Schlitze, die von unten und andere, die von oben eingefahren werden. Und ab jetzt habe ich gemerkt, dass es ganz einfach ist, wenn man immer zuerst die Mitte macht und dann die beiden äußeren Teile. Also hier habe ich auch zuerst die Mitte, die ich einfahre. Man kann das Papier wirklich ruhig ein wenig biegen, einfach darauf achten, dass man keine Falze erstellt. Aber es ist ja zum Glück etwas flexibel und deshalb geht das auch ganz gut. Jetzt habe ich also schon die Mitte da gemacht und ich kontrolliere immer wieder, ob das Öffnen und Schließen funktioniert und ob alles wirklich gut aussieht. Jetzt habe ich ein weiteres Teil in der Hand, auch hier wieder gehe ich in die Mitte, ich schaue mir jeweils, kommt der mittlere Schlitz von oben oder von unten, fahre diesen ein und nehme dann die äußeren beiden dazu. So, jetzt haben wir schon ein paar Vierecke. Wenn wir es von oben anschauen, gibt es immer so Vierecke. Jetzt kommt das nächste Teil. Ich zeige dir immer extra, welches Teil das ich verwende. Das hat jetzt einen mittleren Schlitz von unten und deshalb habe ich es von oben eingefahren und außen wieder die anderen Schlitze noch nachträglich eingefahren. So, jetzt biege ich unten, die darf man ruhig umbiegen, dass man das auch mal hinstellen kann. Und wenn das so jetzt aussieht, dann hat alles gepasst bis jetzt, dann ist alles in Ordnung. Jetzt beginnen wir mal mit dem Kopf. Der Kopf muss hier noch ein Gesicht bekommen. Also da dieses herzförmige Teil habe ich jetzt hier mit Leim bestrichen. Ich verwende hier den grünen Tombow, verwende den noch gerne, weil er auch so eine feine Düse hat vorne und er sehr schnell klebt. Und jetzt auch noch die orangen Teile. Ich nehme gerne eine Pinzette zum Arbeiten, weil dann habe ich nicht den Klebstoff nachher an den Händen, sondern wirklich schön genau da, wo er sein soll. Also ich drücke das auch mit dieser gebogenen Pinzette an und zum Schluss natürlich noch mit den Händen, damit es wirklich gut angedruckt ist. Aber das reicht jetzt schon, das hält wirklich. Hier muss man darauf achten, dass das Gesicht dann wirklich vorne an dem vorderen Teil ist. Da war bei mir jetzt nicht ganz so gut. Das muss ich nachher dann noch korrigieren. Aber ich habe es dann schon noch gemerkt. So, der hintere Kopfteil. Und jetzt kommen die Kopfteile von der Seite noch. Auch hier immer das mittlere Teil. Das geht wirklich gut. Wenn man die Mitte einfährt, dann geht das außen eigentlich wirklich problemlos. Also das ist gar nicht so schwierig, wie es aussieht. So, und immer wieder prüfen, ob das geht. Und wenn du das zusammenfalten kannst, dann ist wirklich alles absolut in bester Ordnung. Dann wird das Ganze dann auch funktionieren. Auch hier wieder fahre ich zuerst die Mitte und dann außen ein. So, nimmt langsam Gestalt an, dieser Pinguin. Immer wieder prüfe ich nach. Jetzt habe ich da gemerkt, dass da das Kopfteil nicht ganz gepasst hat. Hier vorne siehst du es auch, aber das werde ich dann noch rumdrücken. Jetzt habe ich noch diese beiden Teile, die sind vorne und hinten auch in der Mitte zum oben einfahren. Und es wird natürlich jetzt immer etwas schwieriger, um diese Teile genau zu platzieren. Aber das funktioniert. Jetzt habe ich da den Kopf noch nach vorne genommen, jetzt passt es. So, und jetzt noch die Rückseite, auch hier wieder die Mitte und dann außen einfahren. Wenn es dir allenfalls zu schnell gegangen ist, dann könntest du auch das Video etwas langsamer schalten. Das geht ja bei YouTube. Da
damit du dann etwas mehr Zeit hast oder könntest es zwischendurch auch mal stoppen. Achte auch darauf, dass diese Laschen wirklich so liegen, dass sie nicht beieinander zu sind, sondern wirklich so auseinander und dann passt das. Jetzt haben wir hier noch die Füßchen, die kommen einfach hier vorne rechts und links an den Bauch, damit dieser Pinguin auch wirklich seine Füßchen hier noch bekommt. Auch hier wieder, du siehst, mit der Pinzette geht meistens gar nicht so schlecht, dass man das so anrücken kann. So, noch mit den Fingern. Jetzt ist der Pinguin zusammengestellt, so sollte er aussehen. Man sollte ihn wirklich falten können. Unten die Laschen müssen geprüft werden, von oben diese Vierecke und dann passt das Ganze. Mein Plotter hat bereits schon wieder einen Auftrag erhalten. Diesmal schneidet er mir die Karte und die Schneeflocke. Ich habe hier Perforationslinien gemacht. Du siehst, das schneidet er jetzt, geht hoch und runter. Das sind die Falzlinien. Man könnte auch bei diesem Plotter die Falzlinien prägen. Habe ich auch ein Video dazu. Aber hier habe ich mich für die Perforationslinien entschieden. Und jetzt kann man diese Laschen in diese Schlitze von der Schneeflocke einfügen. Und sobald man die eingefügt hat, sieht man, dass die Laschen zu lang sind. Das habe ich aber extra gemacht, weil ich das nicht mag bei Pop-up-Karten, wenn die so kurz sind, dann kann man die nicht richtig greifen. Ich möchte das ja auch schnell ausprobieren und ich schneide mir lieber diese Laschen nachher ab, als dass sie schon von zu Beginn her zu kurz sind. Also da schneide ich jetzt mir einfach diese Lasche zurecht, damit die nicht überlappt. Aber fürs Durchziehen war es mir das wert, dass die etwas länger sind. Das war mal die eine Seite und die zweite Seite genau gleich. Dann noch etwas Klebereste an der Schere. Muss die mal reinigen, damit die wieder gut schneidet. So, aber jetzt kann ich das Ganze so umkleben. Und dieser Leim hält wirklich ganz schnell. Das finde ich toll. Da kann man wirklich immer weiterarbeiten. Ich prüfe das nochmals, ob da alles läuft. Und ich finde, das geht eigentlich ganz gut mit diesem Pinguin. Nun habe ich mir einfach diese Schneeflocke in die Karte gelegt, habe da Leim auf die eine Hälfte aufgetragen und sobald der Leim auf der Karte oder auf der Schneeflocke ist, habe ich das Ganze geschlossen, so gut angedrückt und jetzt drehe ich das Ganze und werde jetzt hier auch noch Leim aufbringen. Ich arbeite da etwas schnell, damit beim nächsten Zuschließen das Ganze sich noch etwas anpassen kann. Also ich habe gesehen, dass er hier noch sich das Ganze etwas angepasst hat. Aber jetzt funktioniert das wunderbar. Und nun ganz zum Schluss noch der Umschlag. Auch der ist in einer Datei enthalten. Ich habe die Falzlinien als Perforationslinien hier geschnitten mit meinem Brothers Canon Cut. Ich hätte auch die Möglichkeit gehabt, hier Prägelinien zu machen. Schau mal nach in meinen Videos, da gibt es eine Anleitung dazu. Dieser Umschlag ist ganz schnell fertiggestellt, etwas Leim drauf und dann kann es schon ans Verzieren gehen. Ich habe ja noch Schneesterne gezeichnet, die ich auch in die Datei eingefügt habe. Die kannst du gut verwenden, um der Karte noch den letzten Schliff zu verpassen. Ich habe dann sogar noch so halbe Perlen auf diese Schneesterne geklebt, damit das noch einen so speziellen Effekt gibt. Falls du die Karte nachbastelst, was ich natürlich hoffe, und sie irgendwo zeigst, schreibe doch dazu ein Gartenhaar-Kreativ-Chalet, damit ich deine Karte finde, weil es interessiert mich ganz besonders, was du aus dieser Datei machst, wie deine Karte dann mal aussehen mag. Herzlichen Dank fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal. Tschüss!